Chefstaatsanwalt Stefan Lukas lebt seit 4 Wochen in Angst. Für den routinierten Juristen ist der Umgang mit Schwerverbrechern eigentlich Alltag. Doch jetzt wird er selber bedroht. Denn Stefan Lukas hat dafür gesorgt, dass der Gewaltverbrecher Rudi Schelling aus dem Rotlichtmilieu für 5 Jahre hinter Gitter gekommen ist. Seit kurzem ist der als hochgefährlich geltende Mann wieder auf freiem Fuß. Und der Kiezpate hat die Verurteilung persönlich genommen. Ich habe eine Liste. Hier oben drin. Und jeder, der da draufsteht, der weiß auch genau Bescheid, was passiert. Nach einer Razzia in einem Bordell fliegt das Auto des Staatsanwaltes in die Luft. Stefan Lukas bleibt wie durch ein Wunder unverletzt. Seitdem stehen er und seine Familie unter Polizeischutz. Trotzdem will er sich nicht verstecken und arbeitet unter starker Bewachung weiter. Heute vertritt er die Anklage in einem Verfahren wegen versuchten Mordes. Doch die Angst bleibt. So, bitte zügig nachrücken, machen Sie Ihre Taschen schon mal auf. Da haben die Handtaschen bitte, damit wir reinschauen können. Und bitte zügig dann einen Platz suchen. Mensch, was soll denn das hier? Muss denn das sein? So, jetzt hören Sie mal auf zu meckern, ja? Was soll denn das? Früher habt ihr doch auch nicht so einen Aufstand gemacht. Also mit Aufstand hat das nichts zu tun. Das sind normale Sicherheitsvorkehrungen, die dienen auch Ihrer Sicherheit, ja? Suchen Sie sich bitte einen Platz. Herr Staatsanwalt, alles Gute. Danke, danke. Dankeschön. So, nochmal die Bitte an die Damen, die Handtaschen schon mal öffnen, dass wir kurz reinschauen können. Jawohl. Bitte zügig einen Platz suchen. Hallo. Nachrücken bitte hinten. Geht gleich los. Herr Lukas. Entschuldigung, grüß Sie. Wie geht's Ihnen? Sie schauen ja ganz blass aus. Ich schlafe überhaupt nicht gut in letzter Zeit. Ich will es Ihnen nicht verdenken, aber es ist ja wirklich schlimm, was Sie zurzeit durchmachen. Also wenn ich irgendetwas für Sie tun kann, lassen Sie es mich wissen. Das ist ganz, ganz lieb. Ich sage Ihnen, gestern hat sich das Ganze noch mal zugespitzt. Herr Vorsitzender. Ja, bevor wir hier loslegen, wollte ich jetzt doch einfach noch mal nachfragen, wie es Ihnen denn so geht. Das ging mir schon besser. Ich wollte es gerade verschuldet erzählen. Das Ganze hat sich leider noch weiter zugespitzt. Gestern habe ich wieder einen Drohbrief bekommen. Und jetzt waren die Täter sogar bei mir zu Hause. Was? Bei Ihnen zu Hause? Das muss ja fürchterlich sein. Wir waren am Wochenende weg, wir sind wiedergekommen. Dann standen schwarze Blumen bei uns auf dem Wohnzimmertisch. Die Polizei war da, die haben Spuren sichergestellt im Vorgarten. Ich habe wirklich Angst. Und zwar nicht nur um mich, auch um die Familie, die jetzt zum Glück an einem sicheren Ort ist. Ja, das kann ich nachvollziehen. Mich macht es aber auch total wütend, dass man diesem Rudolf Schelling trotz aller Ermittlungen noch nichts nachweisen konnte. Ja, ich bin der Realist. Der ist der Kiezpate, der hat seine Handlanger für die Drecksarbeit. Und die haben natürlich alle Angst. Die halten alle vor Angst den Mund natürlich. Naja, aber realistisch betrachtet kann es ja eigentlich nur eine Frage der Zeit sein. Ich habe noch mal nachgehakt. Die Ermittler arbeiten wirklich auf Hochtouren. Ich kann es nur hoffen. Ja, ich kann es auch. Ich hoffe es für Ihre Familie und für Sie natürlich. Und ich hätte wirklich volles Verständnis, wenn Sie sich heute nicht in der Lage fühlen würden, zu arbeiten. Genau, das wird nicht eintreffen. Ich habe mir fest vorgenommen, das ziehen wir heute durch. Weil wenn ich jetzt mich hier einschüchtern lasse, hat die andere Seite automatisch gewonnen. Das läuft nicht. Das wird bestimmt auch wieder alles gut. Ja, Ihr Wort in Gottes Ohr. Zumal das heute hier ja auch kein ganz einfacher Prozess wird. Sie wissen ja, wovon ich überzeugt bin. Also ich denke, dass Ihr Mandant wirklich auf seine Frau geschossen hat, um sie zu töten. Und er wollte sich hinterher selbst umbringen. Davon gehe ich aus. Natürlich wird es nicht einfach. Aber ich werde mich heute voll darauf konzentrieren. Gut, also dann bis gleich. Ja. Sie heißen Sascha Hartmann, geboren am 2. September 1984 in München. Sie wohnen jetzt in Hamburg, Sie sind verheiratet, arbeitsloser Industriemechaniker und seit dem 28. September 2012 in Untersuchungshaft in der JVA Fuhlsbüttel. Am Abend des 25. September 2012 wartete der... Entschuldigen Sie, Herr Vorsitzender, ich fange einfach nochmal an. Schon in Ordnung, nehmen Sie sich ruhig Zeit. Danke. Am Abend des 25. September 2012 wartete der Angeklagte, so lange versteckt vor dem gemeinsamen Haus in Hamburg, bis seine Ehefrau Jennifer Hartmann um 17.30 Uhr aus ihrem Wagen stieg und den Vorgarten betrat. Aus einer Entfernung von ca. 1 Meter schoss er ihr mit einer Pistole des Kalibers 9 mm, für die er keine Erlaubnis besaß, in den Rücken. Das Projektil durchschlug den linken Lungenflügel und blieb 1 Zentimeter unterhalb des Herzens im Brustbein stecken. Der Angeklagte wollte seine Frau und anschließend sich selbst töten, weil er sich mit einem Hauskauf finanziell übernommen hatte und nach dem Verlust seiner Arbeitsstelle keinen anderen Ausweg mehr sah. Für die Selbsttötung fand er jedoch nicht mehr den Mut. Seine Frau überlebte den Anschlag nur, weil die Bewusstlose kurz darauf gefunden und ärztlich versorgt wurde. Sie erlitt eine Fraktur des Brustbeins, eine Lungenruptur, Weichteilverletzung im Brustbereich und eine handgelenksnahe Splitterfraktur der rechten Elle sowie eine Fraktur des zweiten Halswirbels. Der Angeklagte wird somit des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und mit unerlaubtem Besitz einer Schusswaffe beschuldigt. Herr Hartmann, wollen Sie sich zu dem Tatvorwurf äußern? Ja,
aber ich will jetzt erst wissen, wie es meiner Frau geht. Hat sie Schmerzen? Kann ich sie sehen? Also, ihrer Frau geht es den Umständen entsprechend gut. Sie ist heute auch als Zeugin geladen. Das heißt, sie wird hier gleich noch reinkommen. Dann werden Sie sehen, wie es ihr geht. Ja? Jetzt interessiert mich aber erst mal, was Sie dazu zu sagen haben. Also, Sie müssen eigentlich nichts dazu sagen. Hm? Ja doch, dass ich es nicht war. Ich war gar nicht da. Das Schlimmste ist, dass ich bis heute das Jenny immer noch nicht erklären konnte, weil ich seit diesem Horrortag seit 2 Monaten unschuldig in U-Haft sitze. Das Haus hat uns die Bank schon weggenommen. Ich will nicht auch noch meine Frau verlieren. Sie hängen sehr an Ihrer Frau, nicht wahr? Ja. Naja, deswegen wollten Sie auch mit ihr zusammenbleiben, ne? Über den Tod hinaus, ne? Weil Sie so sehr an ihr hängen. Habe ich recht? Natürlich will ich mit ihr zusammenbleiben, aber das heißt doch nicht, dass ich sie deswegen umbringen würde. Das haben Sie gerade schon erwähnt, Sie haben Ihr Haus verloren. Das heißt, Sie standen oder stehen unter massivem finanziellen Druck. Ja, das stimmt. Das ist ein einziger Albtraum. Wir haben ein Haus gekauft, das war eine Bruchbude. Die Schulden wurden immer höher, den Job habe ich auch verloren. Ja, und deshalb haben Sie dann keinen Ausweg mehr gesehen. Ne? Haben Sie eine Schusswaffe besorgt, um dann erst Ihre Frau zu töten und dann sich zu töten. So war der Plan. Aber dann haben Sie Ihre Frau angeschossen und dann hat sie der Mut verlassen. Stimmt doch, oder? Nein, nein und nochmals nein. Mhm, und damit wir uns richtig mal verstehen. Jetzt hören Sie mir mal zu, ja? Selbst wenn das mit der Selbsttötung stimmen würde, ja? Das nutzt nichts. Das, was Sie Ihrer Frau antun wollen, das versuchter Mord, davon gehe ich fest aus. Jetzt hören Sie doch auf! Ich bin keiner von diesen Feiglingen, der sich so versucht, aus der Affäre zu ziehen. Jetzt haben wir allerdings in Ihrem PC ein Schreiben gefunden, das der Herr Staatsanwalt als Abschiedsbrief wertet. Das ist kein Abschiedsbrief. Mhm. Das ist noch nicht mal irgendein Brief. Das ist Zeug, was ich persönlich aufgeschrieben habe. Und das habe ich der Polizei schon 100 Mal erklärt. Die täuschen sich da. Aha, die täuschen sich. Ja, und der Zeuge, der sie am Tatort gesehen hat, unmittelbar nach dem Schuss, der täuscht sich auch. Ja, der was, kann ja? mich gar nicht gesehen haben, weil ich überhaupt nicht da war. So. Und jetzt versuchen Sie sich mal ein bisschen zu beruhigen. Ja? Und dann erklären Sie mir mal, haben Sie irgendwie eine Idee, wieso der Mann lügen sollte? Ich weiß es nicht. Ich habe mir dabei selber den Kopf schon zermartert. Vielleicht verwechselt er mich. Ich weiß nur, dass ich Jenny nie sowas antun würde. Und ich will jetzt endlich meine Frau sehen. Ich sag jetzt gar nichts mehr, bis sie nicht hier im Gerichtssaal ist. Sie müssen ja nichts mehr sagen. Dann treten wir die Beweisaufnahme ein. Jennifer Hartmann, bitte. Jana, Sie müssen Jenny. Sitzen bleiben. Hallo. Jenny, wie geht's dir denn? Ich will doch nur... Jenny. Jenny, du musst doch mit mir reden. Nein, wer hier wann redet, das entscheiden hier nicht Sie, sondern das entscheidet das Gericht. Frau Hartmann, guten Tag. Zunächst mal muss ich Sie belehren, dass Sie als Zeugin hier natürlich die Wahrheit ja. sagen müssen. Ja? Sie heißen Jennifer Hartmann, 26 Jahre alt, Sie wohnen in Hamburg, Sie sind verheiratet, Sie arbeiten als Hilfskraft in der Wäscherei. Ehefrau des Angeklagten. Ihr Mann wird ja vorgeworfen, er soll am 25.09.2012 Ihnen vor Ihrem Haus aufgelauert sein. Dann soll er Sie niedergeschossen haben und... Ja. Ursprünglich wohl den Plan gehabt haben, sich selber dann auch zu töten. Als Ehefrau müssen Sie zu dem Ganzen gar nichts sagen. Nein, aber ich möchte gern trotzdem aussagen. Wenn Sascha sowas macht, dann muss er sich dafür auch verantworten. Was er gemacht hat, das war fies und es war auch noch feige. Erst mir in den Rücken schießen und dann nicht mal den Mut haben, sich selbst umzubringen. Jenny, wie kannst du sowas von mir denken? Ja, was soll ich denn denken? Dass ich nicht wahr, dass ich dein Mann bin, dass ich dich liebe. Ach, tolle Art, seine Liebe zu zeigen. Jenny, du musst mir glauben, ich habe nicht auf dich geschossen. Jetzt hör auf, der Typ hat dich sogar gesehen, wie du abgehauen bist. Ich weiß nicht, warum der mich gesehen hat, der kann mich nicht gesehen haben. Jetzt hör mit diesem Theater auf, gib's wenigstens zu jetzt. Überhaupt mal, die Erinnerung ist sicher nicht einfach, das ist mir völlig klar. Trotzdem muss ich Sie bitten, dass Sie die Geschehnisse da möglichst genau uns noch mal schildern. Das ist alles noch so surreal für mich. Ich kann das alles noch gar nicht richtig begreifen. Können Sie sich denn noch erinnern, was an diesem Abend, das war ja der 25. September, passiert ist? Ja, also ich bin eigentlich wie immer um 5:30 nach Hause gekommen von der Arbeit. Ich bin aus dem Bus ausgestiegen und bin durch... Das Gartentürchen gegangen durch unseren Garten zur Haustür. Und dann habe ich diesen Schuss gehört. Und das war total komisch. Ich habe den Schuss gehört, aber ich habe gar nichts gespürt. Ja, und dann weiß ich wieder nur, wie ich im Krankenhaus aufgewacht bin. Mhm. Laut dem, was im ärztlichen Gutachten steht, hatten Sie da wohl richtig großes Glück. Hier steht, das 9 mm Projektil drang im oberen linken Rückenbereich der Patientin ein, durchschlug ihren linken Lungenflügel und blieb nur 1 cm unterhalb des Herzens im Brustbein stecken. Sie erlitt eine Fraktur des Brustbeins, eine Lungenruptur sowie Weichteilverletzungen im Brustbereich. Den Schuss, den hat wohl auch Ihr Nachbar gehört, der hat sofort die Rettungskräfte informiert. Und wenn das nur 20, 30 Minuten später gewesen wäre, dann hätte man ihr Leben nicht mehr retten können. Dann wären wohl die Einblutungen schon so stark gewesen, dass sie schlicht verblutet wären. Man hat sie dann trotz alledem, glaube ich, 3 Wochen in ein künstliches Koma versetzen müssen. Zudem sind sie durch den Sturz, steht hier, so unglücklich gefallen, dass sie sich eine handgelenksnahe Splitterfraktur der rechten Elle sowie eine Fraktur des zweiten Halswirbels zugezogen haben. Wegen des Halswirbels haben sie nach wie vor diese Krause hier, oder? Ja,
Das ist eigentlich schon so gut wie abgeheilt, aber ich muss halt den Arm noch schonen. Mhm. Ja, beim Arbeiten tut es schon noch weh manchmal. Also, Sie arbeiten schon wieder? Ja, ich muss ja. Die Schulden zahlen sich trotzdem nicht von alleine ab. Naja, also die Einstellung ist ja bemerkenswert, aber wenn es nicht geht, ich meine, dann sollten Sie lieber nicht arbeiten. Es geht. Und außerdem lenkt es ab. Gut, ein paar Fragen muss ich Ihnen noch stellen. Ich habe noch ein Gutachten, nämlich ein ballistisches Gutachten. Und demnach wurde mit einer 9 mm Kurzwaffe aus etwa 1 Meter Entfernung von hinten auf Sie gefeuert. Ja. Haben Sie irgendwie Schritte gehört oder was Ähnliches? Ich habe nichts gehört, aber ich habe schon gedacht, vielleicht ist mein Mann ja auf dem Gras gegangen. Weil dann hört man ja kaum. Ich war nicht da. Natürlich warst du da. Dabei hast du immer getan, als wenn du das total abartig findest, wenn sowas in den Nachrichten kam. Das hört man ja immer wieder, dass ein Mann durchdreht, weil er finanzielle Schulden hat. Irgendwie seine Frau umbringt, seine Kinder und sich danach selbst. Ich habe nicht nur so getan. Ich finde sowas wirklich total krank. Jenny, sowas würde mir nie einfallen. Ich glaube, meine Mandanten. Woher soll er denn überhaupt die Waffe hergehabt haben? Das ist doch nicht so schwer. Ich meine, er kommt doch gleich an eine Waffe ran. Er ist Sportschütze. Das ist doch ein Quatsch. Ich war Sportschütze. Bleiben Sie mal sitzen. Das ist überhaupt kein Quatsch. Hören Sie mal zu. Sie haben zumindest Freunde dort. Es ist doch leichtes für Sie, an eine Waffe ranzukommen. Was müssen Sie das leugnen? Entschuldigung. Aber Herr Staatsanwalt, Sie haben keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass mein Mandant sich die Waffe über einen Bekannten besorgt hat. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Warten Sie. Keine Aufregung, bitte. Es war nur eine Krücke. Ist nichts passiert. Machen Sie raus, ja. Alles okay, Herr Staatsanwalt? Boah, was machen die mit mir? Entschuldigen Sie bitte, Herr Vorsitzender, es ist wirklich so, seit dieser Sache mit der Autobombe, ich erschrecke mich wegen jedem kleinsten Mist, das ist wirklich... Ja, da gibt's ja auch gar nichts zu entschuldigen. Sie werden massiv bedroht, Sie und Ihre Familie, da wäre es ein Wunder, wenn Sie nicht ein bisschen nervös wären, oder? Das ist klar, dass die Nerven blank liegen. Danke, ja. Also, Sie brauchen sich auch keine Gedanken machen. Die Sicherheitsvorkehrungen hier im Gerichtsgebäude, die sind verstärkt worden. Hier passiert so leicht niemandem etwas. Ich finde es eh bewundernswert, dass Sie unter diesen ganzen Umständen überhaupt in der Lage sind zu arbeiten. Wenn es Ihnen zu viel wird, dann sagen Sie es einfach. Gut. Also ich habe Ihre Frage nicht vergessen, Frau Verteidigerin. Sie wollten wissen, wo die Waffe herhaben kann, wo er sie hingetan haben kann. Er hat sie entsorgt, genauso wie seine Klamotten, von denen ich mir sicher bin, dass da Schmauchspuren dran waren. Und jetzt überlegen Sie noch mal, sein Haus steht auf einem Grundstück, das ganz nah an ein Waldstück grenzt. Und dieser Wald, der ist ja, unter dem Wald ist ja ein ganzes System ausgelassener Minen. Das muss man noch mal bedenken. Da bin ich sicher, dass Sie recht haben. Es ist auch eine Jacke verschwunden von meinem Mann, diese dunkelblaue. Die Jacke habe ich eine Woche vor der Tat in den Müll geschmissen. Was? Wir haben überhaupt kein Geld, da schmeißt ihr wohl keine Klamotten in den Müll. Doch, ich habe mir die Jacke mit Terpentin versaut, als ich im Keller die Tür abgebeizt habe. Mhm. Gut, müssen wir einfach mal so stehen lassen. Ich würde ganz gerne aufs Thema Geld zurückkommen. Wie war denn Ihre finanzielle Situation? Schlimm. Wir haben vor 2 Jahren ungefähr ein Haus gekauft. Wir hatten damals schon wenig Geld und haben halt nach was Billigen gesucht, was man vielleicht noch renovieren muss. Und als wir dann unser Haus gefunden haben, haben wir gedacht, das ist ein Sechser im Lotto. Das sieht total niedlich aus von außen und ja, das war halt billig. Aber gut, bei dem Preis, da hätten wir eigentlich schon skeptisch werden müssen. Es war keine Nobelvilla, das konnten wir sehen. Und wir haben gedacht, mit ein bisschen Geduld, ein bisschen Spucke, dann kriegen wir das schon hin. Sascha ist handwerklich begabt und ich bin auch praktisch veranlagt. Und nach der Renovierung wollten wir eigentlich ein Baby haben. Und was ging dann schief? Alles. Alles. Wir mussten einen Mann kommen lassen, um das Dach abzudichten. Und der hat gesagt, sie können das Ding gleich niederreißen. Alle Wände im Haus waren total verschimmelt. Wir haben 3 Tage da drin gewohnt, dann hat das Abwassersystem den Geist aufgegeben. Das ganze Wohnzimmer war mit Toilettenwasser überschwemmt. Das Dach war undicht, die Verkabelung lebensgefährlich. Ja. Und du hast noch vergessen, dass die hintere Ecke abgesunken war und die hintere Hauswand komplett marode. Stimmt. Und in diesem Schlachtfeld mussten wir wohnen. Wir hatten natürlich kein Geld, uns irgendwo einzumieten. Letzten Winter, da hatten wir nicht mal Heizung. Das war echt schlimm. Wie viel hat das Haus gekostet? Wir haben 120.000 Euro bezahlt. Und damit wir halbwegs drin wohnen konnten, haben wir 45.000 noch mal reingesteckt. Ja, dass dann die Schulden immer mehr werden, ist klar. Dann hat Sascha noch seinen Job verloren, wurde wegrationalisiert. Eines Tages kam dann der schöne Brief von der Bank. Letzte Mahnung, wenn Sie nicht zahlen, nehmen wir Ihnen das Haus weg. Ja, und ich denke mal, das war dann so der Punkt, wo Sascha dann echt durchgedreht ist. Wie ist denn Ihr Mann so insgesamt mit der Situation klargekommen? Ganz, ganz schlecht. Er konnte über nichts anderes mehr sprechen. Es gab nur noch diese Gedanken für ihn und er war total deprimiert. Ja, und wie hat sich das geäußert? Ich schätze, er hat einfach die Hoffnung verloren.
Er hat immer wieder gesagt, dass er mir nichts bieten kann, was ich überhaupt mit einem Loser wie ihm möchte. Und er hat gesagt, wir können uns niemals ein Kind leisten. Das ist echt von Tag zu Tag schlimmer geworden. Ja, mich hat es auch total fertig gemacht. Ich wollte immer nur das Beste für dich. Und das Beste ist, da mir in den Rücken zu schießen? Besser tot als Schulden oder was? Das nenne ich echt mal einen Loser. Ich habe es nicht getan. Sie haben das getan. Sie kennen doch wohl den Brief, den Sie selbst geschrieben haben, oder? Ich meine, der spricht eine eindeutige Sprache, oder spricht er die nicht? Diesen Brief, wenn es denn einer ist, den hat man auf dem PC des Angeklagten gefunden. Und der wurde abgespeichert an diesem 25.09.2012 um 15.53 Uhr, also gerade mal 1,5 Stunden vor diesen Schüssen auf Sie. Ja? Ich lese das mal vor, wir haben den Ausdruck ja hier. So geht es nicht mehr weiter, diesem Leben setze ich ein Ende. Wenn ich nichts mache, muss Jenny so weiterleben. Das will ich ihr ersparen, auch wenn es weh tut. Und dann bin ich auch weg. Und? Ist das eindeutig oder ist das nicht eindeutig? Ich meine, es ist eine klare Sprache, die Sie da sprechen. Sie wollen erst ihre Frau töten, dann wollen Sie sich töten. Ich weiß nicht, warum Sie es hier abstreiten müssen. Warum leugnen Sie das? Ich verstehe das nicht. Das ist doch Quatsch! Das ist kein Abschiedsbrief. Das ist, ich habe einfach meine Gedanken da aufgeschrieben. Ich habe mir überlegt, Jenny zu verlassen. Und das hätte auch niemand lesen sollen eigentlich. Entschuldigung. Ich musste das einfach aufschreiben. Ich musste das rauslassen. Wieso wollten Sie denn jetzt plötzlich Ihre Frau verlassen? Sie haben doch gerade eben immer gesagt, dass Sie sie abgöttisch lieben. Ja, tue ich auch. Von wollen kann auch keine Rede sein. Es ist so, die Schulden laufen alle auf mich. Und ich habe gedacht, wenn Jenny wenigstens alleine ist, dann kann sie von vorne anfangen. Es ist besser für sie. Also nichts anderes, als dass mein Mandant seiner Frau einen Neustart ermöglichen wollte und deswegen wollte er sie verlassen. Ja, und als ich das aufgeschrieben habe, da ist mir fast der Kopf explodiert. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich bin rausgegangen und bin so durch die Straßen geirrt. Und deswegen war ich nicht da, als du nach Hause gekommen bist. Ich würde dir so gern glauben. Aber ich kann das nicht. Da ist immer noch dieser Mann, der dich gesehen hat, wie du abgehauen bist. Der kennt uns noch nicht mal. Wieso sollte der lügen? Ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe das Ganze nicht. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann würde ich genau diesen Mann jetzt gerne vernehmen. Dann bleiben Sie unvereidig. Dankeschön. Benjamin Graf, bitte. Guten Tag, Herr Graf. Nehmen Sie mal bitte Platz. Sie wissen natürlich, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Ja. Sie heißen Benjamin Graf, 24 Jahre alt. Sie wohnen in Hamburg. Sie sind ledig, Maler und Lackierer, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Nein. Uns geht es heute um den Abend des 25. September 2012. Da soll der Angeklagte um 17.30 Uhr versucht haben, seine Frau im Vorgarten des gemeinsamen Hauses zu erschießen. Ja, das stimmt. Also ich war zu der Zeit in der Zernmeierstraße. Hab Schüsse aus der Richtung des Vorgartens gehört und habe ich ihn, also den Angeklagten, gesehen, wie er da ins Haus gelaufen ist. Sie können mich doch gar nicht gesehen haben, was lügen Sie denn hier so rum? Sie nehmen jetzt mal Platz und werden einen Teufel tun und sich hier wehren. So geht das nicht. Und wenn Sie sich daneben benehmen, dann kriegen Sie richtig Ärger. Ja, Sie haben Sendepause, verstanden? Sendepause. Einfaches Wort, oder? Einfache Tätigkeit. Schauen Sie noch mal an, sind Sie sich ganz sicher, dass Sie den Angeklagten gesehen haben? 100% sicher bin ich. Jetzt wohnen Sie ja nicht gerade in der Gegend. Was hatten Sie da, um die Uhrzeit zu suchen? Ja, ich wollte einen Kumpel besuchen, ein bisschen Bierchen trinken, DVD schauen. Und ja, ich habe mich voll verfahren. Das ist ein einziger Irrgarten da in dieser Wohnsiedlung. Und ja, wollte einen Kumpel dann anrufen, weil ich keinen Empfang hatte, bin ich dann ausgestiegen. Ich habe nur zufälligerweise mit dem Auto da vor dem Haus gehalten. Und da sind Sie ausgestiegen und da haben Sie dann den Schuss gehört? Genau, genau. Ja, ich habe mich instinktiv sofort in die Richtung gedreht, aber also ich bin mir 100% sicher, dass er ins Eben Haus als Sie sich in die Richtung gedreht haben, was haben Sie da genau gesehen? Ja, wie er ins Haus gelaufen ist. Ich will Ihnen mal was sagen, das Haus ist von einer hohen Hecke umgeben. Was wollen Sie da überhaupt gesehen da haben? Da kann man schon ganz gut reinschauen über das Gartentor. Ja. Mhm. Ist Ihnen da irgendwas ungewöhnlich vorgekommen? Irgendwas, was ins Auge stach? Ja, er hat halt hektisch seine Jacke ausgezogen und ich habe mich noch gewundert, der hat Handschuhe angehabt. An dem Tag war es echt nicht kalt draußen. So ein Schwachsinn. Die Jacke, wie hat die denn ausgesehen? Boah. Ja, das weiß ich nicht mehr genau. Also, war eine Jacke. Ich glaube dunkel. Dunkelblau. Ja, gut geraten. Haben Sie auch eine Waffe gesehen? Nee, aber die hätte unter Jacke verstecken können. Also. Und die Geschädigte, haben Sie die auch am Boden liegen sehen? Nee, sie hätte uns geholfen, wenn ich sie gesehen hätte. Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht. Ich bin ins Auto gestiegen, weit zu meinem Kumpel gefahren. Ich habe ja erst später am Abend dann im Radio von der ganzen Sache gehört und habe ja sofort mich gemeldet dann. Trotzdem schon seltsam. Sie hören einen Schuss und dann fahren Sie einfach so davon? Ja, mit sowas rechnet man einfach nicht. Ich meine, in der Wohngegend ist jemand abgeknallt. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich bin einfach weitergefahren. Ja. Was dachten Sie denn dann, woher das Geräusch kommt? Keine Ahnung. Fehlzündung vom Auto oder irgendwas. Ich habe mir dabei nichts gedacht.
Geschäftsstelle Richter Alexander Holz, Sie sprechen mit Saskia Jung? Moment mal, was? Was? Was sagen Sie? Eine Bombe im Sitzungssaal? Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Warum lügen Sie denn so? Warum? Was ist das? Ist mir schon klar, dass es Ihnen nicht passt, ja? Ich weiß, was ich gesehen habe. Okay, Vorsicht. Und ich habe Sie gesehen. Ich bin mir 100% sicher. Ich krieg's einfach nicht in meinen Kopf rein, wie man sich so rausreden will aus der ganzen Sache. Nur weil man es mit der Kohle nicht auf die Reihe kriegt, bist du rumballern. Ich meine, die Leidtragenden sind die Frauen und Kinder. Wir können froh sein, dass keine Kinder dabei waren. Jetzt noch einmal. Ich war nicht da. Ich bin erst angekommen, als Jenny auf dem Boden lag und der Nachbar sich schon um sie gekümmert hat. Und gleich darauf waren auch Polizei und Notarzt da. Ich bin mir sicher, dass mit der Aussage dieses Zeugen was nicht stimmt. Warum sollte mein Mandant seine Frau vor dem Haus erschießen? Sein Plan sollte doch sein, erst die Frau zu töten, dann sich selber. Warum hat er dann nicht gewartet im Haus, bis die Frau nach Hause kommt? Fragen Sie doch einfach Ihren Mandanten. Fragen Sie ihn doch einfach. Ich meine, ich denke, er war in einem akuten Ausnahmezustand und konnte nicht mehr klar denken. Aber fragen Sie doch einfach ihn. Nein, ganz im Gegenteil. Für mich deutet der Tatort auf einen fremden Täter hin. Es erschließt sich mir auch nicht, warum mein Mandant ins Haus geflohen sein soll, um selbiges wieder durch die Hintertür sofort zu verlassen. Also zur räumlichen Situation hätte ich dann schon auch noch eine Frage. Und zwar... Entschuldigung, wenn ich kurz störe. Was denn? Wir haben eine Bombendrohung für das gesamte Gebäude. Oh. Wir müssen das gesamte Gebäude so schnell wie möglich räumen. Auch den Danke. Herr Graf, ich muss die Verhandlung hier mal kurz unterbrechen. Sie sind aber als Zeuge noch nicht entlassen. Beschluss, die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Meine Damen und Herren, ich muss Sie alle bitten, dass Sie bitte das Gerichtsgebäude umgehend und zügig verlassen. Ja, wir auch natürlich. So, bitte, Staatsrat, ich muss Sie leider informieren, dass wir eine Bombendrohung erhalten haben. Und die Bombe soll hier im Sitzungssaal sein. Das gibt's doch gar nicht. Eine Bombe. Wo ist die Bombe? Hier im Saal? Wo ist die Bombe? Ganz langsam. Lassen Sie uns einfach rausgehen. Also.